liebe Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 19. Adventskalendertürchens das Buch bzw. die Welt rund um Grishaverse von Leigh Bardugo vor. Ich habe in diesem Jahr die Grishaverse-Reihe ja absolut gesuchtet. Es umfasst insgesamt 7 Bücher und theoretisch gibt es jetzt noch ein Buch, was zurückliegend liegt und die Legenden erzählt, das ich noch nicht gelesen habe. Es ist auch erst, glaube ich, im Oktober, November erschienen. Und es gibt auch bereits eine Verfilmung zu dieser Buchreihe. Insgesamt hat Grishaverse also 7 Bücher, eine Trilogie und 2 Dilogien, die jetzt auch alle abgeschlossen sind. Und alles begann mit der Grisha-Reihe, gestartet mit dem ersten Band, Goldene Flammen, Weißige Wellen und dann Lodernde Schwingen. Das ist also der letzte Band der Reihe, die ich hier in dieser schönen Ausgabe habe. In der Grisha-Trilogie selbst geht es um Alina. Die ist eine einfache Kartografin, die in der ersten Armee des Zaren von Ravka unterwegs ist, mit ihrem Kindheitsfreund Malien, der ein Frauenschwarm ist, aber auch ein sehr, sehr guter Fährtenleser, ist sie in die Schattenflur unterwegs. Das ist im Grunde ein schattiger Abschnitt des Landes, in dem wirklich kein Licht herrscht. Und bei einem Überfall kann sie einige Menschenleben retten mit einer besonderen Gabe, denn es stellt sich heraus, dass Alina eine Grisha ist. Grisha sind in diesem Universum im Grunde Menschen mit besonderen Begabungen, mit besonderem Können, mit Dingen, die in ihnen aber einfach sind. Also nichts, was man erlernen kann. Und bei Alina ist es auch so, dass man recht schnell merkt, das ist eine Grisha mit einer besonderen Macht und mit einer großen Macht. Sie kommt nun ins Trainingslager der Grisha und lernt dort auch die Elite Ravkas kennen und natürlich auch den mächtigsten Grisha, nämlich den Dunklen. Und ob der ein richtiges Spiel spielt und was sein Plan mit Alina ist, erfährt man dann in der Trilogie. Großartig. Ich habe diese 3 Bücher wirklich total weggesuchtet. Ich war in dieser Welt drin. Ich mochte dieses Magiesystem in dieser Geschichte. Ich fand es toll, dass wir Alina durch die Ich-Perspektive sehr, sehr nah kennengelernt haben. Ich fand Alina auch sehr sympathisch. Ich mochte auch, wie sie an diesen Hof kommt. Ich mochte den Dunklen. Ich mochte, dass diese Art Dreier-Geschichte, die sich jetzt vielleicht andeutet, nicht so einen großen Fokus hatte. Ich mochte die Charaktere in der Geschichte unglaublich gerne. Man schließt die ins Herz und freut sich, wenn man sie dann eben vielleicht auch in dem nächsten Buch, in dem nächsten Geschichte nochmal wieder sieht. Es gibt ja kein klassisches Gut gegen Böse oder Gut-Böse. Es gibt immer auch eine Motivation, die dahinter steckt, die man versteht. Und es hat wahnsinnig spannende Wendungen. Ich habe die Trilogie wirklich geliebt und ich mochte Alina, ich mochte ihren Weg begleiten. Ich mochte diese große Welt, die Leigh Bardugo erschaffen hat. Und dadurch, dass wir in dieser Welt auch unterwegs sind, egal mal per Fuß, per Land, auf dem Wasser, haben wir wirklich einen wahnsinnig tollen Eindruck von diesem wahnsinnig tollen Worldbuilding. Große, großartige Trilogie, alle 3 Bände sehr, sehr gefeiert. Dann ging es weiter mit der Grillen-Trilogie, die habe ich dann gehört. Hier war der Sprecher Frank Stierin und es beginnt mit Das Lied der Grillen und endet dann mit Das Gold der Grillen. Wir haben hier eine Dilogie. Und hier treffen wir auf 6 unberechenbare Außenseiter, ja, die auf eine unmögliche Mission unterwegs sind. Und wir sind hier in Ketterdam, einer wirklich richtig tollen, spannenden Hafenstadt. Und wir lernen Cass Brecker kennen. Das ist so ein richtig gerissener Halunke, der ist auch die rechte Hand eines Bandenchefs und bekommt dann eben ein Jobangebot, was ihn unermesslichem Reichtum verspricht. Mit dem Geld will er dann den Tod seines Bruders rächen. Doch er weiß recht schnell, dass er das alleine überhaupt nicht kann. Er sucht sich 5 weitere Helfer, die alle ganz unterschiedliche Motivationen haben und auch Kräfte haben, denn auch dort treffen wir natürlich auf Grishas. Und nun haben wir eben diese 6 Krähen, die clever sind und jeder auch der Herausforderung gewachsen sein sollte. Und wir sind jetzt mit diesen 6 Krähen im Grunde unterwegs. Wir haben jetzt hier einen anderen Erzählstil, denn wir haben hier eben die verschiedenen Perspektiven. Wir sind also immer mit den einzelnen Grüppchen dabei. Wir bekommen einen Rundumblick über das, was eben jetzt auch passiert. Wir sind vielleicht nicht ganz so nah dran, wie wir es bei der Ich-Perspektive bei Alina sind. Das fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich habe einige der Krähen sehr, sehr lieb geworden und habe wirklich sehr mitgefiebert. Ich fand den Einstieg ein bisschen schwieriger als noch bei der Grisha-Reihe, fand den ersten Band tatsächlich auch wirklich durch die Verwirrung ein bisschen schwieriger, habe dann aber den zweiten Band unglaublich gefeiert
Und dadurch ist dann auch die Reihe zu einem Highlight geworden. Auch hier haben wir natürlich den Weltenbau, wie wir ihn aus der Grisha-Reihe kennen. Kennen wir eben auch schon das Magiesystem, was dahinter steckt. Wir lernen die Charaktere kennen. Wir haben hier eine wahnsinnig tolle Gruppendynamik, was mir großen Spaß gemacht hat. Und hinter jedem Charakter haben wir eben auch so eine eigene Story. Und das macht das Universum eben so spannend und toll, dass wir hier nochmal eine ganz andere Geschichte erzählt bekommen. Und dann geht es weiter mit der Nikolai-Dilogie, würde ich sie jetzt nennen, mit King of Scars und Rule of Wolves. Jeweils mit dem Untertitel Thron aus Gold und Asche und Thron aus Nacht und Silber. Eine Buchreihe, eine Dilogie, die ich auch gehört habe, diesmal von Robert Frank, der ja ganz, ganz oben mit auf dem Treppchen steht, seitdem er Nevernight gelesen hat und ich sein seine Stimme wirklich unglaublich mag und wie viel Atmosphäre er schafft. Das hatte ich hier definitiv auch geschafft. Wir treffen hier Nikolai wieder, den wir aus der Grisha-Reihe im Grunde schon kennen. Und das war auch dort einer meiner liebsten Charaktere. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich dann gesehen habe, ach, Nikolai wird hier eine große Rolle spielen. Er ist Freibeuter, Soldat und auch im Grunde Überlebender dieses Grisha-Krieges und jetzt eben auch Herrscher. Und er war bei den Kriegen rund um Ravka dabei und trägt schwere Erinnerungen und auch Narben mit sich. Und besonders tief in seinem Inneren spürt er des Öfteren eine dunkle Magie, die stärker und stärker wird und ihn sehr, sehr, sehr einnimmt. Zusammen mit einem jungen Mönch, einer Grisha-Magierin, die wir auch schon kennen, und auch einer früheren Krähin, und theoretisch noch mit einer Grisha, aber also zwei Grishas und auch noch einer Krähen, gehen wir gemeinsam auf die Reise an Orte, wo die stärkste Magie überdauert hat. Und auch hier haben wir eine Geschichte aus mehreren Perspektiven. Es erinnert vom Stil her auf jeden Fall mehr den Krähen als Grisha. Besonders spannend war hier eben auch, dass wir an vielen unterschiedlichen Orten sind und die Leute wirklich ganz selten nur miteinander kommunizieren konnten. Besonders zwei Parteien, die wirklich eigentlich nur wir ganz viel wussten und die anderen alle so in Vermutungen waren. Teil 1, muss ich wirklich sagen, war sehr langweilig, war sehr langatmig, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich habe es zusammen auch mit der lieben Becky gehört. Ach, ich glaube, wir hätten in der Mitte abgebrochen, wenn die liebe Ruth nicht so geschwärmt hätte von Band 2 und der reißt es total raus. Also Band 1 ist wirklich das schwächste Buch in dieser ganzen siebenteiligen Geschichte. Band 2 war dafür wieder der Hammer. Es ist ein wahnsinnig tolles Highlight geworden. Es hat mich gepackt, gefesselt, ein wahnsinnig tolles Ende auch gehabt. Es sind Figuren wieder aufgetaucht, die man vorher nicht erahnt hat. Wir erfahren noch mehr über die Magie, über die Grisha, über die Welt, über wie das alles funktioniert, was in den Charakteren, die man schon kennt und liebgewonnen hat, auch irgendwie vorgeht. Also man lässt sie nicht so richtig los, kommt ihnen an mancher Stelle auch näher und es fließen aber dann auf jeden Fall auch Tränen. Muss man ganz klar sagen. Und man nimmt am Ende schon Abschied von dieser Welt, die wirklich mehr als gelungen war. Die Serie ist auch schon verfilmt. Das heißt, im Grunde das erste Buch, also von Grisha, ist im Grunde schon als Serie verfilmt. Man hat so einen Nebenstrang, der so sich nicht ganz aus den Geschichten herlöst. Aber ich bin sehr gespannt, wie die weitergesponnen wird. Hat mir optisch sehr, sehr gut gefallen. Und ich hatte großen Spaß an dieser Reihe. Also Leigh Bardugo hat eine Welt geschaffen, die ich großartig fand, die mich begeistert hat, gefesselt hat. Ein Magiesystem, was richtig, richtig toll war, was auch mal anders war, was innovativ war, hat eine Geschichte erzählt, die eben auch super spannend war und große Freude gemacht hat. Und ich habe diese 7 Bücher, bis auf King of Scars, sehr, sehr geliebt und erlaube ihr und verzeihe ihr auch diesen Ausrutscher. Aber ja, es ist einfach ein wahnsinnig tolles Universum, wo ich sehr gespannt bin, was uns bei der Serie noch erwartet und was vielleicht Leigh Bardugo sich als nächstes einfallen lässt. Ich hoffe, dass sie sich nicht so festbeißt in diesem Grishaverse, sondern auch mal noch was anderes an Ideen bringt. Aber ich war in diesem Universum sehr, sehr gerne in diesem Jahr und habe euch hoffentlich jetzt heute ein bisschen angesteckt am 19. Dezember mit dieser wunderbar magischen Fantasy-Welt. Und das war es jetzt auch schon lange genug heute geschwärmt, aber im Grunde habe ich ja irgendwie über 7 Bücher bzw. 6 Bücher geschwärmt. Dementsprechend ist das heute ein bisschen länger geworden und ich hoffe, ja, ihr hattet Spaß mit dem Türchen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren 19. Dezember. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Türchen, beim nächsten Video wiedersehen. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss, eure Steffi.